Herzlich willkommen bei unserer Videopräsentation von der Firma Lonite. Es geht in diesem Video ein bisschen darum, dass wir uns ein bisschen präsentieren, Ihnen ein bisschen zeigen, was die Firma Lonite macht und ein paar Worte zu unserem täglichen Ablauf, damit Sie einen Einblick gewinnen über uns. Mein Name ist Damian Vega, ich bin in der Verkaufsleitung und im Sales von der Firma. Schon seit, jetzt kommen wir dann bald einmal ins siebte Jahr. Das ist schon ein rechtes Weile her, als ich angefangen habe. Und da haben wir sehr viele Situationen dürfen erleben. Und ich bin recht stolz auf die letzten Jahre mit der Firma. Das kann ich gar nicht. Ich kann euch das gar nicht erzählen, weil unsere Tage sind so divers. Wir haben so viele verschiedene Situationen jeden Tag, so viele verschiedene Emotionen jeden Tag. Und wir nehmen jeden Tag, wie er kommt. Klar haben wir unsere Prozesse und unsere strikten Abläufe. Aber was die Kundenbetreuung im Allgemeinen betrifft, da ist jeder Tag ein anderer Tag. Ja, also Lonite produziert richtige Diamanten. Also Diamanten, die GIA oder IGI zertifiziert sind. Die Diamanten werden in einem aufwendigen Prozess hergestellt aus Haar oder Asche, also aus Carbon-Kohlenstoff. Und das dauert zwischen 6 und 12 Monaten. Das heisst, so einen richtigen Diamant kann man bei uns in Auftrag geben. Und da sind wir die Einzigen, die heute von 0,15 bis 3 Karat produzieren können. In verschiedenen Farben und in verschiedenen Schliffarten. Es ist wichtig, dass man das weiss. Also sind wirklich von der Farbe her gibt es Rot, gibt es Pink, natürlich farblos, der klassische Diamant. Wir haben Grün, Ember, also das Bernsteinige. Und jeder Diamant hat so ein bisschen seinen Charakter und das soll auch so sein. Von der Farbe her ein grosses Angebot und von den Schliffarten kann man da auch sehr eine grosse Auswahl bekommen. Das andere ist, klar, ein Diamant ist für sich allein wunderschön. Jedoch gibt es auch Kunden bei uns, die sich Schmuck herstellen lassen. Das heisst, wir machen customized Schmuck herstellen für unsere Kunden. Es wird an die Diamanten angepasst. Also wir haben keinen Schmuck in der Schublade, den wir vornehmen können. Das heisst, wirklich, sobald der Diamant fertig ist, machen wir Schmuckstücke dazu. Und dann wird der Diamant professionell in einen Anhänger, in einen Ring, in einen Ohrring, was auch immer der Wunsch ist vom Kunden eingebaut. Und es ist auch wichtig, dass man dort, sich mit Diamanten auskennt, aber das gehört auch in den ganzen Service. Ja, also zum einen habe ich sicher ein grosses Vertrauen aufbauen zu den Mitarbeitern. Es hat mich überzeugt, es ist ein wunderschönes Produkt, es ist ein richtiger Diamant. Also, was kann man dazu zu einem richtigen Diamant sagen? Es ist wirklich am Schluss ein Produkt, das man für sich behalten darf, das emotional ist in unserem Fall und positive Gefühle erweckt in einem, wenn man es anschaut. Oder? Und, das ist sicher mal etwas, das so mich dazu gebracht hat, für Lonite zu arbeiten. Sicher der Aspekt, dass man Leuten hilft für eine Erinnerung, dass man jemandem einen schönen Teil mitgibt auf den Weg, insbesondere auch, wenn jemand in einer Trauer ist, dass man da davon unterstützen darf. Ja, also, was ich mich sehr gut erinnern kann, ist, dass ein Kunde von uns 3 Diamanten bestellt hat. Die 3 Diamanten waren von ihm seine 3 Töchter. Also die Töchter sind ausgezogen von den Heimen. Und er hat halt einfach gefunden, jetzt sind sie ausgeflogen von daheim, er möchte sie aber immer bei sich tragen, hat 3 Diamanten aus den Haaren der Töchter produzieren lassen und hat sie seine Uhr eingebaut. Also das habe ich eine wunderschöne Idee gefunden. Also es gibt durchaus auch Momente bei uns, die sehr positiv sind, wo uns auch immer wieder so ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Also etwas Wunderschönes. Und das habe ich gut gefunden. Ich bin sehr stolz auf einiges. Also wir haben, natürlich haben wir ein bisschen angefangen. Die Lonite ist gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben
Von den Aufträgen her haben wir sehr gute und sehr interessante Aufträge erreichen dürfen. Wir haben jetzt verschiedene Länder, die wir dürfen betreuen. Also ja, ich bin wirklich recht stolz drauf, mit einem Schmunzeln. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und ja, natürlich auf die Zusammenarbeit im Team. Das ist natürlich auch etwas, das überaus wichtig ist. Und auf unsere Qualität, wo wir sehr, sehr grossen Wert drauf legen. Ja, die häufigste Frage bei uns, wenn ich mit den Kunden am Tisch hocke, ist ganz klar, ist es ein richtiger Diamant, oder? Ja, es ist ein richtiger Diamant, oder? Also man kann es wirklich zertifizieren lassen. Bei IGI oder GIA, das ist für uns sehr wichtig, dass man das anbietet, weil das ist die häufigste Frage. Wie ist denn das möglich? Wie können wir einen richtigen Diamant produzieren, oder? Das ist ja eigentlich nur in der Natur möglich. Aber inzwischen ist Technologie so weit, dass wir aus dem Kohlenstoff, aus dem Carbon, wo wir mit aufwendigen Analysen und Arbeit im Labor herauskristallisieren, einen Diamant herstellen können. Das heisst, der Prozess von der Findung von dem Kohlenstoff, den wir in den Haaren finden oder in den Aschen, den Kohlenstoff müssen wir im Labor finden, damit der Kohlenstoff, der in unsere Hochdruckhitzemaschine hineinkommt, sind so Kubus, wo der Kohlenstoff zu einem Rohdiamant hinwächst. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir in der Natur wachsen Diamant tausende Jahre unter der Erdkruste, oder? Und das können wir mit unseren Maschinen im Prinzip simulieren. Oder? Das heisst, wir haben die Hochdruckhitzeverhältnis bei uns in der Maschine, wo der Carbon, also der Kohlenstoffsamen, zu einem Rohdiamant hinwachsen kann. Und das innerhalb von wenigen Monaten. Oder? Und das ist also extrem erstaunlich, finde ich, oder? Dass man da wirklich so etwas der heutigen Zeit anbringt und einen richtigen Diamant am Schluss darf in die Schleiferei geben, also ins Polish, und den Kunden darf anbieten. Genau.